Hallo in die Runde und herzlich willkommen bei BizClips TV. Wenn es um das Thema Routen geht, dann geht es in der Regel relativ schnell auch um das Thema Wurfgewicht. Es geht um Testkurven und es geht um Fundangaben. Und genau darum geht es auch jetzt. Weiter geht's mit den Pfundangaben auf Routen. Die finden wir überwiegend auf Karpfenrouten oder aber auch auf Bootsrouten. Wir haben hier als Beispiel eine 3,5 Pfund Karpfenroute auf der Route angegeben mit 3,5 LBS. Wofür steht dieses LBS eigentlich? LB, das ist die Abkürzung für das lateinische Wort Libra. Libra wiederum heißt Waage. Im Englischen allerdings sagt man Pfund. LB, das ist ein Pfund, gleich 454 Gramm. Und LBS, das ist dementsprechend die Mehrzahl. Viele sagen mittlerweile auch Lips. Lips allerdings gibt es nicht als Wort. Das ist ein Fantasiewort, hat sich aber mittlerweile so eingebürgert. Die Pfundangabe auf unseren Karpfenrouten sagt uns allerdings erstmal nichts über das Wurfgewicht aus, sondern bei diesen Pfundangaben geht es um die sogenannte Testkurve. Was ist die Testkurve? Die Testkurve besagt uns, wie viel Gewicht ich an die Spitze meiner Rute hängen muss, damit sich die Spitze in einen 90-Grad-Winkel zieht. Wir haben eine 3,5 Pfund Karpfenrute. Wir wissen, ein Pfund, das sind 454 Gramm. Nehmen also 454 mal 3,5, landen bei 1589 Gramm, also über 1,5 Kilo, um die Spitze unserer Karpfenrute in einen 90-Grad-Winkel zu bringen. Wie aber finde ich jetzt das genaue Wurfgewicht meiner Karpfenrute heraus? Auch dafür gibt es eine Formel und diese Formel, die lautet folgendermaßen. Wir rechnen mit unseren 1589 Gramm und teilen diese 1589 Gramm durch den Faktor 16. Wo kommt dieser Faktor her? Das ist ein Faktor, den englische Routenbauer vor etlichen Jahren errechnet haben. Und zwar haben die sich die Frage gestellt, wie schwer muss mein Ködergewicht eigentlich sein, um im Wurf, also die Beschleunigung spielt dabei eine Rolle, das Hebelgesetz spielt dabei eine Rolle. Wie schwer muss mein Gewicht eigentlich sein, um im Wurf auf diese 1589 Gramm zu kommen? Wie schwer muss der Köder sein, um die Testkurve im Wurf zu erreichen? Und dabei rausgekommen ist der Faktor 16, ist Physik, den nehmen wir mal so hin, diesen Faktor, und damit rechnen wir. Weiter geht's dann folgendermaßen. Wir nehmen unsere 1589 Gramm, teilen diese durch 16 und landen bei 99 Gramm. 99 Gramm, von denen ziehen wir dann sicherheitshalber wieder 10% ab. Dann liegen wir gerundet ungefähr bei 89 Gramm und wissen, 89 Gramm, das ist das Wurfgewicht unserer Karpfenrute. Ja, und um es dann beim nächsten Mal ein bisschen einfacher zu machen, könnt ihr euch natürlich noch das Wurfgewicht für 1 Pfund ausrechnen. Das heißt, ihr nehmt wiederum diese 89 Gramm, teilt sie durch 3,5 und landet gerundet ungefähr bei 25 Gramm. Damit wisst ihr, 1 Pfund gleich 25 Gramm Wurfgewicht. Viele andere rechnen übrigens mit 30 Gramm pro Pfund, runden nach oben also noch ein bisschen auf. Aber wie gesagt, es sind halt auch nur Richtwerte. Das werden euch die meisten Karpfenangler bestätigen können. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einer Karpfenroute, am besten probiert es aus oder aber informiert euch ganz gezielt über das entsprechende Modell. Nichtsdestotrotz, wenn man eine Route permanent überlastet, kann es sein, dass die Kohlefaser irgendwann reißt und dementsprechend die Route bei hoher Belastung irgendwann bricht.